Hallo zusammen, ich habe mir mal wieder was gekauft, beziehungsweise ich habe es mittlerweile ein paar Jahre bei mir rumliegen. Es ist von E-Tech City ein Infrarotthermometer, soll von minus 50 Grad bis ca. 550 Grad messen können. Ja, Modell nennt sich LaserGrip 1080. Bei Amazon ist es ein bisschen anders beschrieben, heißt da nur Digital Laser Infrarotthermometer. Ja. Schauen wir uns die ganze Sache an, packen wir es aus und machen wir einen kurzen Test. Gut. Also außen, wie gesagt, ich bin ja der Umweltfreund in der Hinsicht. Finde super, ist eine ganz normale Pappschachtel. Kann man super entsorgen, kann man wiederverwerten. Klasse Sache. Hinten haben wir die Spezifikationen drauf. Ja, wie gesagt, sieht man schon, 550 Grad. Wird mit der 9 Volt Batterie angetrieben. Gut. Ansonsten außen nicht recht viel. Ich würde sagen, packen wir die ganze Sache aus, schauen wir, was drin ist. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal diese 2 Jahres Garantie. Danke, dass Sie sich für E-Tech City entschieden haben. Bla bla bla. Und wo man sich im Endeffekt dann ja, Unterstützung holen kann und so weiter. Gut. Dann haben wir Bedienungsanleitung. Das mal in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Schauen wir kurz mal rein da. Haben wir den da drin? Setup, Operation. Holen wir uns kurz die deutsche Version. Dann die Sicherheitshinweise. Dann die Hauptfunktion erinnert. Übersicht vom Display. Die Inbetriebnahme und die Bedienung. Wechselnde Batterie. Ja, Spezifikationen. Und Garantieinformationen. Ich glaube, das war es ziemlich. Genau. Jetzt mit Französisch weiter. Gut, legen wir es auf die Seite. Holen wir das Wichtigste raus. Na, ist jetzt raus. Jetzt. So, das ist das gute Stück. Also von der Oberfläche her schön griffig. Also fühlt sich wirklich wertig an. Nicht irgendwie billig oder so, sondern ist so ganz leicht gummiert. Fühlt sich echt gut an. Drunter haben wir noch die Batterie. Da haben wir mal raus. Und die Schachtel. Schachtel kommen auf die Seite. Die brauchen wir vorerst nicht mehr. Sagen, packen wir die Batterie aus und schauen mal, dass wir die ganze Sache einbauen können. Na, gehst jetzt auf. Nehmen wir Stereo dazu. So, Batterie ist offen. Gut, und so wie ich gerade an den Bildern gesehen habe, kann man anscheinend diesen Deckel hier vorne wegklappen. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja, geht ganz einfach. Einfach nur ein bisschen anziehen. Teil ist offen. Und darin haben wir auch schon die Kabel für uns, beziehungsweise den Anschluss für unsere 9-Volt-Batterie. Schauen wir jetzt einfach, wie es drauf gehört. Einfach so. Da einmal. Ist drauf. Passt. Dann bauen wir die ganze Sache hier ein. Also sieht alles ganz gut aus, sieht alles ganz wertig aus. Gut, dann schauen wir mal, wie wir den ganzen Spaß starten. Also gestartet habe ich jetzt einfach mit dem Druck auf den Knopf, auf den Hauptknopf, auf den Auslöser. Man sieht jetzt auch schon, funktioniert anscheinend schon. 25,6 Grad, was habe ich denn da? 25,5. Mein Monitor hat gerade ein bisschen angemessen. Der hat 28,6 Grad. Man kann super schön ablesen. Jetzt tue ich mir nochmal meine Unterlage. 25,7. Also es geht sehr schnell und man kann es wirklich gut ablesen. Ich nehme mal mein Netzteil. Das dürfte ja ein bisschen wärmer sein. Ich habe hier ein Netzteil von Lenovo. Ja, es hat 29 Grad. Also ganz leicht wärmer, 30,3 Grad. Ein bisschen wärmer, aber nicht viel. Ja, funktioniert so wunderbar. Wie gesagt, das war jetzt mal der erste Test. Sieht so ganz gut aus. Da kann man natürlich noch einstellen, stellen vom Grad zu Fahrenheit, wer es denn braucht. Hier wahrscheinlich noch das Licht. Also kann man Licht ein- und ausschalten. Und da, weiß ich nicht, schauen wir mal kurz.
Schauen wir kurz in die Bedienungsanleitung, was die Bedienungsanleitung sagt. So, oben 4, Laser an, Laser aus. Also da kannst du den Laser an und Laser ausschalten. Da schaltet die Beleuchtung vom Display an und aus. Und da schaltet sie im Endeffekt um von Grad zu Fahrenheit. Ja, wir sagen, sehr leicht aufgebaut. Schaut gut aus. Wie gesagt, ich nehme es zum Grillen hauptsächlich hier, um zu schauen, wie gut denn das verbaute Thermometer meistens auf den Grills ist. Das ist ja meistens nicht so präzise. Das ist anscheinend sehr gut. Also das hat bei Amazon Bewertungen von 4,5 Sternen bei über 3000 Bewertungen. Ich habe einige Bewertungen durchgelesen, habe mich deswegen für dieses Thermometer entschieden und finde es jetzt ganz gut. Wie gesagt, finde es auch von der Optik her ganz gut, von der Griffigkeit her ganz gut. Und ja, auf den ersten Blick, wie gesagt, empfehlenswert, würde ich sagen. Ich verlinke euch den ganzen Spaß unten in der Infobox. Und ja, lasst mal einen Daumen da, lasst mal ein Abo da und sehen wir uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, macht es gut, schönen Tag noch, bis dann, ciao.